ist Spannung! Auf dem vierten Platz. Und jetzt kommt noch die allerletzte Kombattantin, die hier noch mitmischt. Spannung! Spannung! Sie ist zum allerersten Mal hier in der Roten Fabrik, mobilisiert deshalb noch einmal eure Kräfte und heißt sie willkommen, damit sie sich auch wohlfühlt. Macht ganz viel Lärm für die großartige Katja Hoffmann! Hi. Ich habe einen Text mitgebracht aus meiner Reihe. Ich hasse Sex mit Menschen, die ich nicht mag. Außer sie bezahlen dafür. Gut. Der Text heißt, ich hasse das. Ich hasse das, wenn mich Leute ständig fragen, warum ich denn mein Studium abgebrochen habe. Und ich hasse das Abbrechen von Liebschaften und Liebesfilme und generell Filme mit Happy End. Und ich hasse die Endstückchen von wieder Würstchen und Wurstfinger und Fingernägel kauen und Kaugummi, der sehr schnell seinen Geschmack verliert und der ständige Verlieren beim Bierball alias Flunkyball spielen, weil ich eben das Mädchen bin. Ich hasse das. Ich hasse Strumpfhosen, die ständig rutschen und rutschige Duschbadewannen, also so eine Mischung aus Badewanne und Dusche. Und noch mehr hasse ich allerdings Duschbadewannen ohne Duschvorhänge, denn das ist erstens nicht nur mega unpraktisch, sondern sieht zweitens auch noch beschissen dämlich aus. Ich hasse das. Apropos Aussehen. Ich hasse den Spruch, Katja, du siehst aus wie dein Bruder. Ja. Ich hasse russische Brüderküsse unter alten Männern und ich hasse Männerfüße, stinkende, ekelhafte Männerfüße. Und ich hasse meinen Senkknick-Spreiz-Blattfuß und Platten mit Obermann von Boygroups. Ich hasse das. Ich hasse es dir zu sagen, dass ich dich liebe und du sagst, aha, ja. Ja, ich hasse, ja. Und ich hasse Leute, die mir unterstellen, dass ich immer alles hasse. Und deswegen hier ein kleiner Einblick in die Welt der Dinge, die ich liebe. Ich liebe Hackfleisch und Fleischsalat. Ich liebe melancholische Sonntage und Tagträume. Ich liebe die 90er Jahre und die Jahrhundertfluthelfer im Osten. Ich liebe Halle, meine Stadt und die Städterätsel von Patrick Salmen. Ich liebe das Knistern von knackenden Kirschkernen im warmen Kirschkernkissen und Kissenschlachten auf öffentlichen Plätzen. Ich liebe spontane Lachanfälle und das Erwachen im Schlaf, wenn man vom Fallen träumt. Ich liebe das Leben im Ganzen und ganze Fruchtfleischstückchen im frisch gepressten O-Saft. Ich liebe fremde Tagebucheinträge von früher, aller Liebestagebuch. Ich muss dir was gestehen, ich habe mich seit längerem nicht mehr gewaschen. Oder folgender Eintrag aus meinem Tagebuch von 1997. Liebes Tagebuch, heute habe ich mein Keyboard mit in die Schule genommen. Natürlich sagten sie wieder, ich gebe an. Irgendwie vermisse ich meine alte Grundschule. In meiner neuen Klasse habe ich nicht so viele Freunde und alle hänseln mich, weil ich so klein oder so dünn bin. Letzteres kann mir heute nicht mehr passieren. Ja. Ich liebe Anker- und Schiff-Tattoos auf Oberarmen und Bäuchen. Ich liebe orientalische Bauchtänzerinnen. Und ich liebe das Gefühl, wenn der Mückenstich auf meiner Haut aufhört zu jucken. Ich liebe das Beenden überflüssiger Beziehungen und ich liebte dich. Der Mensch lügt ca. 200 Mal pro Tag und ich liebe diese kleinen Alltagslügen. Und deswegen hier eine Top 10 der Alltagslügen, die ich mag. Platz 10. Schön, dich zu sehen. Platz 9. Ich rufe dich an. Platz 8, ich bin in 10 Minuten da. Platz 7, tut mir leid, der Empfang ist gerade irgendwie schlecht. Platz 6, da ist leider gar kein Platz mehr für ein Dessert. Platz 5, Deutschland sucht den Superstar, sowas gucke ich nicht. Platz 4, ich habe so viel zugenommen, weil ich Schilddrüsenprobleme habe. Platz 3, es liegt nicht an dir, aber Platz 2. Tut mir leid, dass ich so lange nicht geantwortet habe, aber deine Mail ist irgendwie in meinem Spam-Ordner gelandet. Und Platz 1, meiner Lieblingsalltagslügen. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, oh, oh. Genug Liebe, zurück zum Hass. Ich hasse es beim UNO, um einen Zug aussetzen zu müssen und ich hasse Zugverbindungen nach Trier. Ich hasse das. Ich hasse Leute, die meinen, ich wäre gar keine richtige Gangster-Rapperin. Ja, also jetzt... Check, 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 check. Ich habe Filmchen gedreht und auch Filme geschoben. Ich habe ab und zu auch mal über mein Alter gelogen. Ich habe mich nackt gemacht für Geld, Nutten und Drogen. Ich hatte viele feste Freunde und ich habe sie alle betrogen, yo. Ja. Danke. Ich suche auch noch einen MC-Namen. Ich habe jetzt noch keinen passenden. Wenn ihr einen wisst, könnt ihr gerne nachher kommen. Ich habe jetzt so gedacht an MC Tiny Tanktop oder so. Das klingt catchy. Ich finde, das ist vielleicht ganz cool. Ja. Ich hasse Wortspiele über Hackfleisch. Was würde ein Pfund Mett nie sagen? Ich glaube, es hackt. Ich muss nur noch kurz die Welt metten. Der neue Film von Matt Damon ist ein reines Gemetzel. How I Met Your Mother. Ich hasse das. Ich hasse Leute, die mich hassen. Ich hasse Hasser dieses Textes. Ich hasse meinen Text ja selber und vor allem hasse ich Menschen, die voller Hass sind. Danke.
Aus Halle, Katja! Hofmann! Hofmann! Schön, 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 schön. Ja, zum letzten Mal möchten wir gerne von der Jury Noten sehen. Ich erinnere die Jury noch einmal daran, die Stifte und die Blöcke nachher hier auf der Bühne zu deponieren. Du wirst sie auch noch mal dran erinnern. Ich habe keinen Zweifel daran. Liebe Jury, zeigt uns die Noten in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Okay, 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 okay. Ich sehe hier ganz rechts eine 9,5. Ich sehe eine 8,8. Ich hingegen sehe eine 9,6. Und auf dem Karton. Ich sehe eine 8,8. Du kennst einfach nur eine Zahl. Und ich sehe zum Abschluss eine 10,0. Und das macht 27,9 Punkte. Und einen Applaus für Katja Hofmann. So, wir gucken mal kurz hin. Und wir stellen fest, wir haben 4 Deutsche im Finale. Also, wenn man euch etwas nicht vorwerfen kann, ist das Deutschen Hass. Wir haben 2 Frauen, 2 Männer im Finale. Was hast du in Zürich erwartet? Genau. Das ist also das fairste Halbfinale aller Zeiten, das wir hier dann abspielen werden nach der Pause. Erst allerdings gehen wir auch in diese Pause, denke ich, das wird 10 Minuten angesagt, eine Viertelstunde dauern und in 20 Minuten machen wir dann weiter. Geht an die Bar, holt euch was so zu trinken, geht Trinkgeld, das genau. Macht man Öffnet so. Öffnet doch auch kurz die Türen, wir wissen, es ist kalt draußen, aber die Luft muss mal kurz raus und dann neue wieder rein, das wäre ganz schön. Ja, und wir machen dann weiter in 25 Minuten. Genau. Schön, dass ihr hier seid, bis gleich.